Hi zusammen, liebe Grüße aus Yucatan hier im schönen Mexiko. Ich wollte dieses Video, wie es um mich steht, mal als Zwischenstand für euch mal so ein bisschen drehen. Ich habe mir gedacht, machst du das nicht? Wer interessiert sich dafür? Ich muss jetzt hier nur mal das Kabel so ein bisschen rumbinden, weil der Akku schwächelt schon ein bisschen von der Kamera. Ich hoffe, das kann ich so halten. Ja, ich habe nämlich folgendes Problem. Und zwar, ich habe zwar jetzt noch keinen riesigen YouTube-Kanal, ja. Also ich meine, hier, wir reden gerade so, Stand heute von, keine Ahnung, so 89.000 Abonnenten, ja. Aber der Punkt ist der, was viele von euch unterschätzen oder vielleicht gar nicht verstehen oder noch nie gehört haben, viele von euch wiederum schon, das habe ich schon mitbekommen, aber ich bekomme unheimlich viele Zuschriften, ich bekomme viele E-Mails, ich bekomme auf Instagram ganz, ganz viele Fragen gestellt und Leute, ich beantworte fast gar nichts davon. Also das schaffe ich gar nicht, ja. Also mir kommt es immer so vor, wie wenn euch das gar nicht bekannt ist, dass ich das unmöglich alles beantworten kann. Ich meine, klar, eine geschäftliche E-Mail bleibt natürlich nicht liegen, ja. Und wenn, viele von euch werden es auch schon gemerkt haben, dass ich per E-Mail ganz, ganz oft noch eine Antwort gebe. Aber das ist in zunehmendem Maße ist das immer, immer weniger möglich. Und das wollte ich euch einfach mal so mitteilen, weil viele von euch schätzen das gar nicht so richtig ab. Und mir geht das auch so ein bisschen auf die Gesundheit. Also wer von euch schon länger diesen Kanal folgt, der weiß ja, dass ich mal aus meinem Beruf ausgestiegen bin, weil ich irgendwie so ein bisschen, ich habe es ein bisschen mit den Nerven bekommen. Ich habe dann einen Schwindelanfall bekommen, der über Wochen nicht weggegangen ist. Und nach umfangreichen Untersuchungen ist dann unterm Strich rausgekommen, dass ich einfach ein bisschen, da hat es mir einfach das Gehirn weggepfiffen. Ja? Also ich war ein bisschen überarbeitet. Und dementsprechend, das merke ich heute immer noch. Ich merke das heute immer noch, dass wenn zu viel Arbeit da ist, ja, also ich habe mir vielleicht zu viel vorgenommen, ich habe vielleicht zu viele Zusagen getroffen und ich habe zu viele Termine angenommen und mein Terminplan ist überfüllt und dann kommt vielleicht noch ein wichtiger Auftrag rein, dann habe ich das nach wie vor, dass es mir so ein bisschen an die Substanz geht. Also ich muss da auch schon ein bisschen aufpassen, dass ich nicht irgendwie irgendwo den nächsten Burnout bekomme. Und dementsprechend wollte ich euch unbedingt bitten um Verständnis. Sorry, die Kamera ist gestürzt. Also, dass ich nicht antworten kann. Es ist zu viel, was da reinkommt. Ich finde es ganz furchtbar, dass ich da nicht antworten kann, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der lehnt sowas ab. Aber es liegt in der Natur der Sache, und es funktioniert einfach nicht, weil ich bin kein Roboter. Wenn ich jetzt ein Roboter wäre, wäre das gar kein Problem. Dann würde jeder von euch eine Antwort bekommen. Aber das ist leider nicht mehr drin. Ja? Also dementsprechend bitte nutzt meine Livestreams, die ich mache, dass ihr da mit mir kommuniziert, dass ihr da Fragen reinstellt. Und da habt ihr vielleicht das Glück, dass ich eure Fragen dann beantworten kann. Aber es funktioniert wirklich nicht. Eure ganzen lieben E-Mails, und dafür möchte ich mich jetzt auch mal wirklich bedanken, auch auf Instagram bekomme ich so viele Zuschriften, aber auch so viele Fragen, wo ich mir denke, Leute, es tut mir total leid, aber ich kann dir keine Antwort schreiben, weil wenn ich das mache, dann, da sagt meine Frau zu Recht, die passt da immer so ein bisschen auf, ne? Also die passt immer ein bisschen auf, dass ich da nicht zu viel mache und dass ich vor allem auch Privates mit Geschäftlichen trenne. Das ist natürlich als Selbstständiger sowieso ganz, ganz schwierig, denn das Handy hat dich ja ständig im Zugriff. Ja? Egal, ob das Samstagabend auf der Couch ist oder Sonntagabend auf der Couch ist, das Handy hat dich ständig im Zugriff. Und wenn ich dann anfange, vor allem auch am Wochenende mal in meine E-Mails zu schauen, ja, dann höre ich da nicht mehr auf, weil da ist einfach zu viel drin. Und das wollte ich euch vielleicht auf diesem Weg auch noch mal mitteilen. Mir ist natürlich bewusst, dass das jetzt wieder nur ein kleiner Prozentsatz an Menschen sieht. Aber vielleicht spricht sich das ja über die Dauer doch so ein bisschen rum. Also die Zeit hat sich einfach geändert. Ich meine, gut, das war früher wahrscheinlich auch so. Ja, wenn ihr vor 30 Jahren, keine Ahnung, wie alt der Typ ist, oder wenn ihr an Peter Maffay irgendeinen Fanbrief geschrieben habt, ja, dann habt ihr da wahrscheinlich auch keine Antwort bekommen. Das hört sich jetzt irgendwie so großkotzig an, weil ich bin ja nur ein kleiner Fisch, ja, aber durch diese sozialen Medien oder asozialen Medien ist man halt ständig im Zugriff und kann ständig Nachrichten bekommen. Und wer sich früher wirklich hingesetzt hat und irgendeinem Star, was ich ja nicht sein will und nicht bin, irgendwie einen Brief geschrieben hat, dann hat man da aber schon wirklich. Also das machen ja auch nicht alle, also da muss man schon wirklich eine große Liebe dazu haben, aber heute geht das halt auch mit einer sehr kleinen Liebe, weil es halt einfach so leicht geht, jemandem mal schnell eine E-Mail oder eine SMS zu schreiben. Und dementsprechend bitte ich euch auch, teilweise kriege ich auch SMS, das funktioniert nicht. Ich kann unmöglich euch irgendwie da beraten, oder geht bitte zu eurem Fotofachhandel, wenn ihr irgendwie eine Frage habt zu einer Kamera. Und ich kann nur euch dienen mit den Videos, die ich mache, aber das Feedback,
das ist ganz, ganz schwierig zu handeln. Das braucht wahnsinnig Zeit, ja. Und das ist einfach heutzutage gar nicht mehr drin in dieser schnelllebigen Zeit, wo man so viele Möglichkeiten hat, angeschrieben zu werden auf so einfachen Wegen, ist das wirklich schwer. Dementsprechend bitte ich euch um Verständnis und ich danke euch wirklich ganz, ganz lieb für eure tollen Ermunterungen, Zuschriften, aber auch Fragen, die ich manchmal nicht beantworten kann. Und ich danke für euer Verständnis und wünsche euch eine schöne Zeit und hoffentlich bis zu einem nächsten Video wieder bei alter Gesundheit, wer weiß. Bis dahin, tschüss.